Moin moin zusammen, im heutigen Video unser Gartenrundgang im August und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, den werdet ihr nach dem Intro sehen. Dranbleiben, wie immer, bis gleich. Ihr möchtet sicher natürlich jetzt wissen, wen ich hier in meinen Garten begrüßen darf. Wir beide sind von der GartenCon hier zu mir im Garten. Ja, und es ist Lukas vom Freizeitgarten. Moin, Davis. Erzähl mal. Richtig schönen Garten hast du hier gemacht. Ich will auf jeden Fall mal wissen, was du hier alles so hast. Komm mal rüber, zeig mir mal, fangen wir mal mit dem also, hier an. Also, starten wir mit dem Gartenrundgang. Ja, dann legen wir los. Was möchtest du hier aus unserem Garten gerne wissen? Auf jeden Fall mal die Bohnen. Da habe ich gedacht tatsächlich, das wäre die Blauhilde, wobei die ja tatsächlich ein bisschen größer, länger ist. Genau. Erzähl mal, welche Sorte das hast du hier? Das ist hier unsere Purple Tippi. Okay. Ja, eine violette Bohne, die beim Kochen grün wird, wahrscheinlich auch bei der Blauen Hilde. Das genau. Das ist ja eine Stangbohne. Hier haben wir eine Buschbohne, sehr ertragreich, richtig lecker, bildet auf jeden Fall viele, viele große und lange, dicke Bohnen. Einzig, was ich dieses Jahr hier feststellen konnte, viele Käfer und Würmer, die unsere Bohnen angefressen haben. Ich glaube, das hast du auch eben gerade schon hier gesehen, diese kleinen Flecken da drauf. Ja, das sind irgendwelche, ich konnte vermehrt ein bisschen Pflanzen da drin sehen, vielleicht waren es die, aber... Aber du kannst ja mal tatsächlich im Namen Tippi, kannst ja mal versuchen, in den Ecken von dem Hochbeet so ein paar Stangen zu bauen und dann wirklich mal hochwachsen lassen, weil dann kannst du in der Mitte noch ein paar Salate oder sowas reinsetzen. Ne? Das ist eine gute Idee. Ja, hier auf jeden Fall richtig toll. Leckere Bühnchen für unsere Kinder. Die, wir nennen sie immer Zauberbohnen, weil die halt die Farbe ändern. Ja. So kann man halt die Kinder so ein bisschen mehr ans Gemüse rantasten. Ne? Genau. Ein bisschen magisch. Genau. Ja. Ja, hier auch interessant, ne? Unser Beet. Hochbeet. Linke Seite nenne ich es immer. Wir haben hier schöne Petersilie drin, unseren Chinakohl. Das erste Der jetzt Mal dieses die Jahr. Blätter hängen lässt, ne? Ja, weil genau. Es ein bisschen warm ist gerade. Ja, hier scheint schon ordentlich die Sonne, ne? Ja, und das Wetter hätten wir tatsächlich gestern gebraucht. Ja. Da war gestern mal so ein bisschen windig. Windig, kalt, dann wieder warm. Das stimmt. Ja, Chinakohl, das ist so eine Sache, ne? Zu früh ausgesät, fängt an zu schießen an. Ich sehe schon wieder, hier muss ich schon einzelne Pflanzen rausnehmen. Da geht auch einer in die Blüte. Ich hoffe, dass hier so ein paar noch überbleiben zum Ende des Jahres hin. Wie ist der geschmacklich? Chinakohl habe ich da. Baue ich das erste Mal an. Baue ich das erste Mal auch an. Hm? Okay. Wir wollen dieses asiatische Kimchi. Ich habe gehört, der soll so ein bisschen leicht schärfliches Aroma, glaube ich, haben. Glaube ich auch, genau. Ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Aber scheint ja sehr ertragreich zu sein. Genau, ja, das ist so unser großes Hochbeet. Schauen wir mal weiter. Ziehen wir weiter, ne? Hör mal, wie sieht es eigentlich mit deinem Pool dieses Jahr aus? Ich habe ja mal mitbekommen in deinen letzten Videos, da lief es nicht so gut letztes Jahr. Nee, genau. Ich sehe jetzt hier schon ein Beet. Wie läuft es dieses Jahr? Dieses Beet läuft echt wunderbar. Das ist ja auch hier wieder der Sprouting-Brokkoli. Haben wir ja in dem letzten großen Hochbeet drin gehabt. Ist ja abgefroren. Bei minus 20 Grad kann man ja vorstellen, da hält nichts. Ja, und dieses Jahr versuche ich es wirklich nochmal. Wenn es wieder so ein harter Winter wird, alles schön abdecken natürlich. Das muss natürlich sein bei solchen Temperaturen. Ja, Sprouting Brokkoli links von mir und hier ist das ist der Perennial Brokkoli, ein mehrjähriger Brokkoli in weißer Form. Ja, und der kannst du da bis zu fünf Jahre kannst du halt deinen Brokkoli davon abernten. Ne? Und du musst halt beachten, bei der Ernte, du musst halt kontinuierlich die Blüten abschneiden, damit er wirklich neu produziert immer. Ne? Aber ich finde das eine tolle Sache. Der wächst jetzt hier, Beet eingeplant für die nächsten 4-5 Jahre, eine Reihe. Ja, mal gucken, ne? Bin ich mal gespannt, wie der sich so verhält. Auf jeden Fall. Dazwischen Kapuzinerkresse sehe ich mal vorne, hier hinten. Immer was fürs Auge, aber auch mal was für den Teller, ne? Die kann man ja schön essen. Mischkultur, da geht irgendwo eine Tomate dazwischen auf. Neben dir, guck das mal an, die sehe ich gerade.
Ach, was habe ich hier alles? Ja, Brennnesseln, die wachsen auch bei uns. Du hast vorhin auch gesagt, Brennnesseln als Mulchmaterial. Genau, einfach abschneiden, liegen lassen und dann. Verrotten lassen, genau. Genau. Ja. Ich glaube, hier zwischendrin habe ich so den schwarzen Winterrettich irgendwo noch dazwischen. Also bei uns in den Beeten, wir versuchen so viel wie möglich in diese kleinen Beete reinzuhauen, weil wir halt nicht so viel Platz haben, ne? Ja. Habe ich ja auch wenig Platz, ne? Auf einen Quadratmeter oder auf einem Meter habe ich so 4, 5 Kulturen. Und wenn man nicht so viel Platz hat, ist das echt, echt was Tolles, ne? Genau. Ja, auch Highlight für uns dieses Jahr neben dir da, das ist die Exhibition-Zwiebel. Das sind schon ordentliche Oschis, würde ich sagen. Ja, Ne? ordentliche Klopper, ey. Da ist jetzt auch das Laub so langsam welk. Dann kannst du die auch bald rausholen. Genau. Richtig schön. Ja, da warst du gerade da anfasst. Unsere Bohnen nochmal. Nochmal die nächste Saat, Filetbohnen. Auch für die Insekten hier hast du was gemacht. Genau, Phacelia. Das ist halt vor 4 oder 5 Jahren haben wir einfach mal Grünungen ausgesät. Phacelia, ja, und seitdem lassen wir wachsen, darf sich ausdauern und das wandert von Jahr zu Jahr irgendwie zu anderen Stellen halt, ne? Das haben sich selber wahrscheinlich aus, ne? Aber Genau. die Bienen freuen sich. Optimal. Und da hinten auch, hast ja ein Insektenhotel. Und mega. da können wir Einfach sonst noch mega. mal in die Wildecke, wenn du Lust hast. Ja, klar. Schauen wir da noch mal. Gucken wir mal Was? hin. Wo gehen wir lang? Da. Da. Alles voll. Ja, hier richtig schöne Ecke, habe ich vorhin schon gesagt, hier mit dem Insektenhotel. Ja. Und wenn man sieht, hier sind auch schon richtig viele Tierchen drin. Schwirren hier immer rein. Das sieht ja mega Mega aus. aus, ne? Genau. Und Ja. allgemein die Ecke richtig, richtig schön. Weißt du, was das hier ist? Ich denke, irgendwas Schafsgarbe, möhremäßig, irgendwie sowas muss das sein. Aber hier ist halt, ne, hier darf einmal wachsen, wie es möchte. Hier wird einfach gar nichts weggeschnitten. Unsere Wege, die halten wir so ein bisschen halt frei, damit wir hier überhaupt auch durchkommen. Auch die Kinder, Brennnesseln und so auf den Wegen, das wollen wir nicht haben, weil sonst kommen unsere Kinder hier nicht durch. Aber vereinzelt in unseren Beeten, da darf das wirklich einfach wachsen. Finde ich auch Und wichtig, ne? In einem Garten, genau, Vielfalt gehört dazu, die Insekten. auf jeden Einfach mal Fall. irgendeine Fläche, nicht mähen, nicht Unkraut zupfen, einfach mal wachsen lassen. Das ist wirklich Genau. mega, mega gut Vor für den allem und Garten. von Jahr zu Jahr kriegst du halt andere Wildblumen. Ne? Das eine Jahr oder dieses Jahr haben wir viel Klee hier drin, den sieht man dann noch blühen. Ja. Letztes Jahr waren viele Kornblumen da drin, davor das Jahr viele Mohnblumen. Also extrem, Wirklich ne? immer, immer schön. Ja. Auch hier mit den Riesen Sonnenblumen, habe ich gesehen. Instagram hast du ein Ja. Bild gepostet. Gewaltig, ne? Die ist ja mega. Wie hoch wird die sein? Drei, Zwei, drei, drei an die 3 Meter Meter? würde ich sagen, ne? Ja, Wirklich locker. mega. Der Aber hast du auch Stamm. angebunden, ne? Ja, durch den Wind hier im Norden. Mega. Sonnenblumen Auch habe ich dieses Jahr gar nicht. nicht ausgepflanzt, sondern darf einfach wieder wachsen hier. Okay. Vögel, die dürfen sich dann im Herbst daran bedienen. Das Saatgut, das fällt runter und dann verteilt sich das hier wieder. Ja, und nächstes Jahr wachsen die Sonnenblumen halt wieder woanders, ne? Ja. Richtig schön. Aber wenn wir jetzt mal auf zu quatschen über Blumen, Tomaten, das ist Ich halt, wieso glaube ich auch. hier bin, ne? Dann lass mal loslegen. Willst du mal vorgehen? Okay, komm mit. Ja, ich würde dir sonst jetzt als allererstes mal die Tomaten in unserem Glasgewächshaus zeigen. Das haben wir hier. Mal gucken, ob so das eine oder andere so Interessante in diesem Gewächshaus sehen Ich muss kannst. mich jetzt als alter Ja, Mann erstmal hinsetzen hier. erstmal tiefer reingesetzt. Also. Wie im Bilderbuch, muss ich echt sagen. Die hängen hier richtig schön dran, richtig schön gepflegt, ausgegeizt. Was haben wir jetzt hier für eine Sorte? Das ist die mexikanische Honigtomate. Okay, ich nehme ihn mal Ich einfach muss mal sagen, eine extrem schöne Tomate, wenn man die so ansieht, die glänzt richtig schön, die ist schön glatt. Also wirklich, wie du sagst, eine Bilderbuchtomate, ne? Und geschmacklich, denke ich mal, ist die auch völlig in Ordnung, ne? die schmeckt richtig, richtig Ja. lecker. Auch Ja. sehr süß am Ende noch, ne? Wirklich sehr, sehr lecker. Ja, sehr ertragreich. Überall hängen sie dran, ne? Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich habe dieses Jahr nicht so klein angebaut. Wirklich nur immer große Fleischtomaten. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, dann muss ich tatsächlich mal überlegen, kleinere Sorten anzubauen, weil das ist Ja. echt, echt mega, ne? Auch hier die Multiflora. Michael Ja. Pollan hast du mir ja empfohlen, Wahnsinn, habe ne? ich auch. Und was da so Genial. dranhängt, ne? Das ist Der Hammer. der Hammer. Aber leider noch nicht am Reifen. Noch nicht am Reifen, eine sehr späte Tomate. Wenn ihr auch mal die Michael-Pollan-Tomate anbauen wollt, schreibt mir gerne Ende des Jahres. Ich verlose ein bisschen Saatgut, denke ich mal. Das ist eine gute Sorte, denn diese Sorte, finde ich, die muss jeder in seinem Garten haben. Allerdings wirklich spätreifend. Der einzige Nachteil, aber ertragreich.
ohne Ende resistent gegen Braunfäule, auch genau. Keine Probleme da drin. Gianni Prinz war gestern. Michael Pollan ist heute. Michael Pollan, great again. Hast du noch mehr? Was auf jeden Fall, hat? Im großen Gewächshaus, Blush Tiger, Artisan Tomaten, da gehen wir jetzt hin. Geh mal vor. Ja, dann kommen wir mit hier durch unser Wirrwarr von Hochbeeten und hier, ja, hier haben wir unser großes Gewächshaus, knapp 10 Quadratmeter groß. Geh gerne mal rein, schau dich gerne drinnen um. Also, ich muss ja vorhin sagen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja hier mega, ja, enge Pflanze jetzt nicht, ne? Man könnte tatsächlich meinen, du hast ja Pflanze neben Pflanze gesetzt, aber was ich vorhin gesehen habe, ist, dass du die mehrtriebig gezogen hast. Auf jeden Fall, genau. Wahrscheinlich immer sortenabhängig, ne? Kleine ja. Früchte, wenn du die hast, dann kannst du dir natürlich mehrtriebig ziehen. Genau. Also Fleischtomaten ist das natürlich... Eintriebig, das reicht völlig genau, aus. Weil sonst hast du einfach nicht mehr diese Kraft, die in die Früchte stecken. Ne? Ja. Dann eher in die Blätter und in die anderen Triebe. Genau. Aber es ist schon mega, was du hier alles hängen hast. Ja, und die Blush Tiger Artisan Tomaten, Pink Tiger, Green Tiger, was es da alles gibt, da wird sogar empfohlen, die mehrtriebig wachsen zu lassen. Nicht eintriebig, sondern zwei-, dreitriebig. Und das habe ich dieses Jahr hier gemacht und ich denke, das kann sich sehen lassen bis jetzt. Ja. Welche Sorte hast du jetzt hier? Die Blush Tiger Tomate. Reifestadium ist es, welche Farbe? Reifestadium, du hast bei der Blush Tiger, hast du drei Reifestadien, sagt man, weil die je nach Reifestadium unterschiedlich schmeckt. Meine Frau mag die Tomaten gerne in dem Reifestadium, eher gelb. Ne? Und du kannst sie halt auch in dem Reifestadium hingehen lassen, dass sie schon fast orange wird. Ne? Und dann okay. Ist sie natürlich ultra süß, eher obstig. Jetzt ist eher süßes Tomatenaroma, richtig lecker. Also ich finde sie mega. Und die spritzt mich hier schon ja. Komplett voll. Ja, und wenn man hier haben wir die Green Tiger. Das ist einmal die Tomate, die du hast, einfach in grün. Ne? Und die finde ich sogar, ich muss sagen, Green Tiger, wenn ihr die anbaut, macht das. Ich finde sie sogar noch ein bisschen Ticken besser als die Blush Tiger. Woran erkennst du denn, dass sie reif ist? Wahrscheinlich an der Festigkeit, oder? Festigkeit, ein bisschen fühlen. Ja, grüne Tomaten, ein bisschen fühlen. Wenn sie leicht gelb werden, gelblich aussehen, dann kann man sie wunderbar ernten. Und die sind echt mega, mega gut. Ne? Die schmeckt richtig. Alleine die Farbe auch mega, ne? Mit dem gemaserten, ne? Ja. Mit dem Gelben noch da drin. Genau. Ja, und wie gesagt, Artisan-Tomate. Ich habe hier Green Tiger. Die Tiger-Tomaten sind die länglichen Artisan-Tomaten und dann gibt es ja die Bumblebees. Das ist das runde Gegenüber als Cocktail-Tomate. Ne? Hier Green Tiger und da Green Bumblebee. Beides die gleiche Tomate, einmal rund, einmal länglich. Total genial. Ne? Selbe Farbe fast, ne? Selbe Farbe fast, nur die Form unterschiedlich. Ja, neben dir sogar noch Black Cherry, sehe ich gerade. Die sind endlich reif. Bevor wir zu GartenCon gefahren sind, sind sie noch grün gewesen. Heute reifen sie ab. Ich denke mal, da freut sich unsere Tochter, die liebt die Black Cherry Tomate. Ja. Und dazwischen ein Kohlrabi, den ihr vergessen habt. Den habe ich vergessen, ja. Der bleibt da drinnen, der darf auch wachsen. Mal gucken, ob wir den nochmal ernten oder den blühen lassen. Ja, ein bisschen Saatgut genau. Nehmen. Ja. Ja, wie gesagt, Saatgut auch, ne? Hier drinnen, der blüht, der Salat nehmen. Guck mal. Ah, hier, da, stimmt. Genau, das ist so ein Experiment, was ich gerade mache. Der Salat, der soll sich wirklich aussamen. Auf dem Boden liegt auch schon extrem viel Saatgut. Ja, und da hoffe ich natürlich, dass ich jetzt zum Ende des Jahres, wenn die kühlen Temperaturen wieder ansteigen, ich das Ganze ein bisschen umgebuddelt habe, dass der Salat hier einfach aufgeht und ich hier gar nichts mehr drin aussehen muss. Ne? Ich habe ja auch die Tomatenpflanzen mal in einem Meter Abstand gepflanzt, weil ich habe ja nicht viel Fläche. Mhm. Und dazwischen habe ich dann auch immer ja. Salate reingesetzt. Aber sieht er mega aus. Aber warm drin, ne? Ich muss hier jetzt langsam mal raus. Ja. Lass mal rübergehen. Genau, los, komm. So. Mal vom warmen Gewächshaus hier ins etwas kühlere. Genau, ich setze mich hier mal hin, ja. Schau dich gerne um, frag, was du möchtest. Ich sehe hier schon, neben dem Knollensellerie hast du hier schön Lauch. Genau. Und dahinter rote Beete. Rote Beete. Wo du schon sagtest, das kannst du das nicht mehr sehen. Nee, da haben wir mittlerweile so viel angebaut, weil wir es ja mit der Multizeugen-Variante gemacht haben. Nicht die rote Beete vereinzelt, sondern im Vierer-, Fünfer-Packs einfach eingepflanzt. Ja, und die Ernte, wunderbar. Ich glaube, 80 rote Beete habe ich gezählt, insgesamt 90. Wenn nicht 100, okay. Irgendwie so um den Dreh waren das gewesen. Fenchel hier vorne, wann hast du den gepflanzt? Knollenfenchel habe ich vor, ich glaube, 1,5 Wochen gepflanzt. Ist ein bisschen später. Wird jetzt natürlich zu dieser Jahreszeit nicht mehr so große Knollen, aber lieber eine kleine Knolle als gar nichts. Ne? Und das ist halt so die hast Nachkultur. Hast du schon mal angebaut? Ja.
Wie findest du den geschmacklich? Ich mag den total gerne. Echt? Im Ofen oder halt in Gurkensalat. Mich erinnert der immer total an Uso, ne? Wenn der riecht so mal. Das stimmt natürlich, ja. So nach Lakritz-mäßig, ne? Einmal Angebot. Ne. Ist halt Geschmackssache, ne? Genau, ja. Hier, was hast du hier jetzt noch angebaut? Ich sehe hier am Gewächshaus hast du noch ein paar Chilis, Glockenchilis. Genau. Ist das Glockenchili? Nee, Tropfenchilis dürfen das sein. Das sind die Tropfenchilis, genau, die Bequino Amarillo oder Fermilo, gelb oder rot sind ja die unterschiedlichen Chili. Ja. Ja, dann was haben wir da? Irgendwie so eine Peach Chili, weiß ich nicht. Ich habe halt das Problem, dass ich nicht mehr weiß, welche Pflanze das ist. Weil ich natürlich, ich habe mein Holzstäbchen beschriftet, aber ich habe keinen wasserfesten Stift genommen. So wie ich auch. Und dann, ich denke, viele von euch haben das gleiche Problem auch. Das ist natürlich immer total, jedes Jahr und trotzdem macht man es nicht. Immer wieder, ne? Und man macht sich schon die Mühe, sammelt Eisstäbchen oder besorgt sich die Eisstäbchen. Und am Ende steht nichts mehr drauf, ne? Ja. Immer dasselbe. Genau. Problem. Ja, was haben wir hier? Ja, hier haben wir den Winterblumenkohl. Wallachern heißt der, glaube ich, meine ich. Der ist jetzt ausgepflanzt und die Ernte startet aber erst nächstes Jahr im April. Hier natürlich auch wieder das Problem mit den Temperaturen, dass wir hier natürlich darauf achten müssen, dass wir es abdecken. Aber ich denke, der ist ja auch recht frostresistent. Dazwischen noch so ein bisschen Herbstrüben. Hier diese, Name fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall Herbstrüben. Ja. Hinter mir, ich weiß nicht, ob die Leute das sehen. Mais. Sogar dein Mais, den habe ich von Lukas bekommen, beziehungsweise das Saatgut. Und ich muss sagen, wunderbar, der Mais, schön groß. Ne? Sieht doch wunderprächtig aus, ne? Auch da die Bohnen dran. Ja. Untenrum nochmal ein paar Paprikas. Aber, ne, was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man sich hier nicht beschweren. Ne, richtig schöner Garten. Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit. Genau, du hast noch eine lange Heimreise. Mach's gut. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe noch 4 Stunden Fahrt von mir. Ja. Und ich hoffe, dass du mal bald bei mir vorbeischaust. Auf jeden Fall, das wird mich natürlich sehr freuen. Nimm meine Kamera mit. Und dann gibt es natürlich von Lukas aus seinem Garten auch nochmal ein kleines Video. Na, da freue ich mich riesig drauf. Wunderbar. Ja. Und dann würde ich sagen. Genau. Mach's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ich gehe jetzt auch rein. Ich muss mich ausruhen. In dem die Sinne. Sonne knallt ja hier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In dem Sinne. Viel Spaß. Habt ihr, hoffe ich, gehabt bei diesem geilen Gartenrundgang. Also, wir sehen uns zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss.